Der Zoo von Sydney hat knuddeligen Zuwachs bekommen. Gleich drei putzige Ameisen-Igelbabys hat der Taronga-Tierpark in der australischen Metropole jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. Die in Australien liebevoll Puggles genannten Tiere sind igelartige Ameisenfresser, die sich in Gefangenschaft höchst selten vermehren. Die letzte Ameisenigelgeburt im Zoo von Sydney liegt fast 30 Jahre zurück. Der Ameisenigel zählt zu den wenigen Säugetieren, die Eier legen. Die Babys schlüpfen nach rund 10 Tagen und werden dann erst einmal einige Wochen in einem Körperbeutel der Mutter herumgetragen. In freier Wildbahn sind die scheuen Tiere nur schwer anzutreffen. Hier im Zoo waren die Babys binnen weniger Tage im August geschlüpft und öffnen nun erstmals ihre Augen. Laut ihren Pflegern sind sie aber nicht sehr aktiv. Für Ameisenigel besteht der Tag demnach in erster Linie aus Schlafen.